Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit dem Chancenaufenthaltsrecht und der Verbesserung der bestehenden Bleiberechtsregelung für gut integrierte Geduldete, der Einführung endlich einer bundesfinanzierten, behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung, der Erleichterung des Familiennachzugs mit Wegfall des Spracherfordernisses vor der Einreise, der Öffnung der Integrationskurse in einem ersten Schritt und der Abschaffung der anlasslosen Widerrufsprüfung setzen wir unsere ersten zentralen flüchtlingspolitischen Vorhaben um, für die wir Grüne lange gekämpft haben. Das ist ein Paradigmenwechsel, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Flüchtlingspolitik. Reformen, die von der Zivilgesellschaft, der Kirchen her frei, Gewerkschaften und nicht zuletzt der Wirtschaft seit Jahren als längst überfällig erachtet wurden. Wer daran noch gezweifelt haben sollte, den muss die Sachverständigenanhörung zum Chancenaufenthaltsrechtgesetz vom vergangenen Montag, liebe Frau Lindholz, nun wirklich eines Besseren belehrt haben. Was schaffen wir mit dieser Reform? Wir ziehen die Konsequenz daraus, dass die bisherigen Bleiberechtsregelungen aus 16 Jahren unionsgeführter Innenpolitik ins Leere gelaufen sind. Deshalb schaffen wir das Chancenaufenthaltsrecht. Mehr als 137.000 Menschen sollen vom kommenden Jahr an aus dem System der entwürdigenden Kettenduldung geholt werden und endlich eine Perspektive in Deutschland bekommen. Alle, die seit 5 Jahren geduldet oder gestattet hier leben, bekommen in dem Chancenjahr einen gesicherten Status, um die Voraussetzung für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Zu arbeiten, wenn sie bisher keine Beschäftigungserlaubnis hatten, Sprachkenntnis zu erwerben, wo ihnen bisher der Zugang zum Integrationskurs verwehrt wurde, und sich Identitätsnachweise zu besorgen, soweit die Herkunftsländer diese überhaupt ausstellen. Von was für Menschen sprechen wir, meine Damen und Herren? Beispiele haben uns Flüchtlingsräte, Kirchen, Ihnen allen, Handwerkskammern, Handelskammern zugeschickt. Der junge Eritreer, der schon 5 Jahre in Deutschland gelebt, erfolgreich eine Lehre zum Koch abgeschlossen hatte und dessen Arbeitgeber alles tat, um eine befristete Arbeitserlaubnis zu beschaffen. Am Ende verhängten die Behörden die unsägliche Duldung Leid und ihm wurde eine Beschäftigung dauerhaft verweigert. Oder der Afghane, seit 7 Jahren bei uns, erfolgreich die Ausbildung zum Metallbauer abgeschlossen, von seiner Firma übernommen, Sozialbeiträge bezahlt, im örtlichen Fußballverein spielend, engagiert in der Kirchengemeinde. Den mündlichen Sprachnachweis packt er, aber nicht den schriftlichen, weil er Legastheniker ist, belegt durch Atteste und Gutachten. Meine Damen und Herren, das ist entwürdigend. Und dagegen helfen keine Dauerparolen der Abgrenzung, der Diffamierung und der Spaltung, sondern eine Antwort, die Chancen bietet und Perspektiven letztendlich doch für uns alle eröffnet. Daher laden wir Sie herzlich ein, mitzumachen. Auch in Ihren Wahlkreisen, liebe Kolleginnen der Union, gibt es unzählige Betriebe, die das alles genauso sehen und Ihnen die Frage stellen werden, warum Sie diese Reform abgelehnt haben, warum die junge Geduldete aus Hannover als Intensivpflegerin tätig abgeschoben werden soll. Meine Damen und Herren, für die Wirtschaft wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag oder das Bündnis aus Unternehmen für ein Bleiberecht aus Baden-Württemberg ist klar und für uns auch Ausbildung statt Abschiebung. Meine Damen und Herren, die Koalition wird das Chancenjahr nun auf 18 Monate nach den wichtigen Hinweisen aus der Anhörung verlängern. Die Verschiebung des Stichtags um 10 Monate wird dazu führen, dass mehr Menschen von der Regelung profitieren können. Wir werden außerdem mit den Verbesserungen bei den bestehenden Bleiberechtsregelungen weitere Möglichkeiten für Geduldete eröffnen. Beim bisherigen Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche ermöglichen wir bereits nach 3 Jahren, für Familien nach 4 Jahren und alleinstehende Erwachsene nach 6 Jahren den Spurwechsel zusätzlich zum Chancenaufenthaltsrecht einen gesicherten Aufenthaltstitel. Und die ebenfalls lang geforderte Altersgrenze von 21 Jahren beim Bleiberecht für gut integrierte setzen wir auf 27 Jahre. Auch das ein ganz wichtiger Beitrag raus aus den unsäglichen Kettenduldungen. Mit den Änderungen, die wir zu diesem Gesetz Ihnen heute vorlegen, werden wir auch eine einjährige Vorduldung für Jugendliche und junge Erwachsene nach dem Bleiberecht für gut Integrierte einführen. Wir halten diese Vorduldungsfrist für falsch und tragen sie aber als Kompromiss mit.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen von SPD und FDP, wir sollten aber schon jetzt prüfen, ob nicht alternative Möglichkeiten im Migrationspaket bestehen. Denn wenn junge Menschen, die sich trotz eines langen Asylverfahrens gut integriert haben oder ihren Aufenthaltstitel verloren haben, weil sie ihren eingeschlagenen Bildungsweg ändern müssen oder mussten, nicht abgeschoben werden sollen, müssen wir das gesetzlich sicherstellen und nicht über Härtefallkommissionen heilen, meine Damen und Herren. Abschließend zwei wichtige Punkte zu den Änderungen im Asylgesetz. Endlich kommt sie, die gesetzliche Verankerung für eine flächendeckende behördenunabhängige Asylverfahrensberatung. Das wird in jedem Fall zu einer Qualität der Asylbescheide führen. Und außerdem ist eine Rechtsberatung vor der Anhörung für uns unglaublich wichtig und auch europarechtlich geboten. Und last but not least, die Streichung der anlasslosen Widerrufsprüfung positiver Bescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Diese Praxis war und ist ebenso unverhältnismäßig wie aufwendig. Beim BAMF wurden unzählige Kapazitäten von Personal gebunden, die an anderer Stelle für die Beschleunigung der Asylverfahren benötigt werden. Die Neuregelung wird eine enorme Entlastung beim BAMF zu einer enormen Entlastung führen. Und am Ende möchte ich mich ganz herzlich beim Ministerium bedanken, beim Innenministerium, heute stellvertretend bei Herrn Özdemir und den Kolleginnen für die guten Beratungen. Und ich empfehle dem Hohen Haus die Zustimmung zu diesen beiden Gesetzen. Ich bedanke mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Bernd.